Und das ist halt das erste Prime Icon Pack in diesem FIFA-Jahr. Ich bin euch ehrlich, wir haben aktuell, spielen wir noch immer mit der ersten Icon, die wir jemals gezogen haben, und zwar David Beckham. Und da einen Ersatz zu finden, wäre echt edel. Das Pack wurde gezogen, hoffentlich. Ja, wurde. Hallo, was passiert hier? Okay, jetzt geisteskrank. EA, bitte. Ich brauche hier endlich mal den Nonplusultra-Icon-Spieler, der das Team zusammenbringt, der die Teammentalität um einiges steigert als zuvor. Icons, okay, wir gehen rein. Jetzt will ich was sehen. Kein Tscheche, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ukraine, ehrlich nicht cool. Ich habe keinen Bock auf Shevchenko. Wir brauchen jetzt hier einen Banger, ey. Versteht ihr mich? Hört ihr mich? Erdan EA. Nur Z28 würde ganz gerne eine spielbare Icon ziehen aus dem Prime Icon Pack, wofür Leib und Seele hingehalten hat. Ungarn, bitte kein Ungarer. Wir wollen in die Top-Nation. Ist es vielleicht ein Wales? Ein Typ aus Wales, das ist schon mal gut. In Schottland, Douglas Prime, ich sag nicht nein. Okay, ist keiner. Sweden! Oh, Larsen wäre mies ein auf die Fresse, sag ich euch, wie es ist. Das wäre ein Skandal, heilige Scheiße. Serbien! Naja, Vidic, hin oder her, hab ich aber keinen Bock. Wirklich nicht. Ich bin gespannt, wen wir hier gleich rausziehen. Rumänien. Hadji wäre echt nicht cool. Hadji wäre nicht cool. Und jetzt geht's Richtung Russland. Wir haben schon Yashin, wir brauchen keinen Yashin mehr. Boah, wollte gerade sagen. Herz kurz stehen geblieben, obwohl ich den gerade noch gecallt habe, dass wir den haben. Mexiko, ehrlich nicht cool. Mexiko wollen wir keinen Halt machen. Ab nach Brasilien, Argentinien. Darauf haben wir Lust. Es ist kein Mexikaner, wichtig. Nordirland ist es auch nicht. Japan, ehrlich nicht cool. Ich sag's so, wie es ist. Dafür macht man keine Icon Packs. Für einen Nakata. Kroatien, nicht schon wieder Schuka, den hatten wir schon. Bei Dänemark ist es nicht. Finnland, du bist es sowieso nicht. Wäre ja auch bodenlos. Wäre ja bodenlos, ne? So, wir sind in Ghana. Ghana hätte ich Bock drauf. Ich würde ihn nein sagen. Nach Bulgarien sind wir in den Top-Nationen. 3, 2, 1 und wir sind in den Top-Nationen. Let's go, Chat. Wichtig. Kein Spanier, bitte kein Spanier. Abfahrt, Verteidigung, Spanien, bitte nicht. Hätte ich nicht verkraftet. Mittelfeld verkrafte ich auch nicht. Bitte kein Xavi oder ein Guardiola, da breche ich mir wirklich ein Bein bei. Es ist kein spanischer Mittelfeldspieler, es ist schon mal gut. Stürmer, Guta Guimeno wäre okay, aber ich will jetzt wirklich nach Rio de Janeiro ein bisschen Urlaub machen. Es ist kein Stürmer, ist schon mal gut. Torwart, ich weiß. Casillas auch gar keinen Bock drauf. Überhaupt kein Interesse, hier in Casillas zu ziehen, Freunde. Ja! Kein Spanier! Portugal ist im Mittelfeld. Portugal. Rechter Flügel Portugal. Bitte, ist es nicht Figo? Boah, jawohl! Jetzt Spaghetti Mafia. Die einzig waren. Ich will jetzt hier Maldini aufploppen sehen. Ah, perfekt. Mittelfeld Italien. Gar keinen Bock drauf. Sturm Italien wäre katastrophal. Es ist keiner aus der Spaghetti Mafia. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir gehen in England. Wir gehen auf die Insel, Freunde. Die Insel, Digga. Das ist die gefährlichste Insel der Welt. Vertraut mir. Gar kein Interesse hier, irgendwen daraus zu ziehen. Bitte kein Innenverteidiger, außer Rio. Es wäre ein Skandal gewesen. Mittelfeld, jetzt kommt mir nicht mehr Beckham an. Oh, wieder Herz stehen geblieben. Stürmer, bitte nicht sowas Bescheuertes wie die ganzen Eierköpfe da. Es ist kein Engländer, Chat. Wow. Okay, ich bin ganz guter Dinge, dass wir das Ding hier einfach bis Rio de Janeiro so durchziehen. Okay, wir gehen in die Niederlande. Bitte keiner Innenverteidiger Niederlande. Mittelfeld Niederlande, bitte komm jetzt raus, mein Schätzchen. Ich lieb dich doch mit deinen schönen Drecklocks. Es ist nicht Hullet. Stürmer, ich bin bereit. Keiner aus der Niederlande. Alle schreiben Torhüter rein, stimmt, Torhüter. Oh, ein Glück. Torhüter hätte ich auch überhaupt nicht gefühlt, bin ich euch ehrlich. Wir gehen Richtung Niederlande. Ach, Deutschland, Germany. Ich gucke ganz Deutschland auf einmal. Ja! Kein Deutscher. Hier kann nichts mehr schief gehen. Verteidigung, Abfahrt, Frankreich. Prime Glatzkopf, ich habe richtig Bock. Ja! Wir sind auf gutem Wege, Freunde, Richtung Rio. Stürmer? Bitte nicht den LKW von Ori. Es ist kein Stürmer aus Frankreich. Habe ich überhaupt das Pack gezogen? Wir sind auf richtig guten Wege, Freunde. Woohoo! Jetzt geht's Richtung Argentinien. Los, mach keinen Quatsch hier. Jetzt bloß kein Halt hier irgendwo in der Verteidigung von Argentinien. Besser ist es. Mittelfeld, heilige Mutter Maria und Josef. Dicker, bitte lass mich nicht diesen scheiß Requenz ziehen. Ansonsten bin ich tot, eins vor Triple. Jo, es ist keiner von den Eierköppen. Und bitte jetzt auch nicht Crespo. Mach keine Faxen hier. Keine Faxen. Ich bin mir sicher, wir haben endlich die Icon, die wir uns seit langem erhofft haben. Für den Verein. Für FIFA 22. Für die Community. Gönnt ihr, ey.
Es ist kein Stürmer aus Argentinien. Heilige Mutter Maria und Jose. Idee nachholen. Wir gucken ganz Portugal. Eusebio, bist du es vielleicht? Euse! Komm raus aus dem Dingen! Aus dem Pack. Es ist nicht Euse. Oh mein Gott. Es kann nur noch Brasilien sein. Und wir sind jetzt hier in Rio de Janeiro gelandet, Freunde. Es ist ein Brasilianer! Let's go! Chat, ich sag nicht nein, Digga. Psst. Es gibt coole Brasilianer, das darf man nicht vergessen. Es gibt schlechte Brasilianer. Ich will so einen Typen, wie zum Beispiel Pelé. Schöne Skills, feister Skills, ein auf den. Bitte, ihr, verarscht mich jetzt nicht, ne? Kommt mir jetzt hier bloß hier mit einem Kakao um die Ecke, Alter. Gar kein Interesse, wirklich überhaupt kein Interesse, sag ich nein. Wenn es jetzt hier wirklich Kakao ist oder Sokrates, dann war es das mit mir, ne? Dann könnt ihr heute, ich guck ganz Brasilien. Ich drehe mich in 3, 2, 1 um. 3, 2, 1, EA, bitte einmal! Können wir den Dicken erneuern? What the fuck? Okay. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Das ist es! Feuer tut's. Die Nachbarn haben sich beschwert. Besser. Kurz einen leptischen Anfall gehabt. Alles super. Ich hab ihn. Hilfe. Jesus, Maria und Josef. Ich danke Sie. Oh, ich bin am Zittern am ganzen Körper. So eine Qual. Dieses FIFA-Jahr. Ich fick diese ganzen Packs von Icons. Es ist endlich vollbracht. Es ist vollbracht. Wir haben ihn. Guckt ihn euch an, wie er mich anstrahlt. Mein Mister, wie geht's dir? Ja, fein, jetzt sind wir in Rio de Janeiro. Und wir können zusammen Spielspaß und Spannung haben. In der Weekend League. Das, Freunde, ist das Zeichen, dass ihr und ich uns lieben. Kommt her, ihr. Ja, kommt doch her, ihr. Ich hab euch doch auch lieb. Ja, lasst es euch gut gehen, Freunde. Ihr seid die Besten, wirklich. Ich hab euch lieb. Ich schicke euch schöne Grüße ab nach Kanada. Einen Liebesbrief, gar kein Thema. Ich krieg einen Halbstreifen. Hilfe, was war das denn jetzt? Ich kann das nicht realisieren. Passt er denn ins Team, ist jetzt die Frage. Das ist natürlich die Frage, die wir uns jetzt alle stellen. Ist er denn überhaupt spielbar? Guck ihn mir an. Fucking 98er Pelé. Passt nicht, schade. Okay, ein nächstes Mal vielleicht. Für die Bank reicht's. Bruder, das muss ich hier erstmal verkraften. Scheiße, immer an, was hier gerade passiert.